Will ich mit dir sprechen? Nee, will ich nicht. Ich will mit Junk sprechen. Jo, Stampus! Wie war der nochmal? Oh, ich habe keinen Plan mehr. Es ist so lange her, dass ich bei dem war. Was hat mir von dir? Jo. Genau, ich spreche jetzt total entspannt und ein bisschen apathisch. Jo, Stampus. Was hat mir schon von dir erzählt? Du möchtest die Wüste durchqueren, nicht? Hm. Aber auf deinem alten Roller schaffst du das nicht, richtig? Du willst ihn etwas aufmotzen? Aber Opa ist schon wieder unterwegs und noch nicht zurück. Und nur Opa weiß, welche Zusatzgeräte wir für den Roller vorrätig haben. Yay. Oh ja, geil, ich bin im Fernsehen. Guckt mal, ich bin im Fernsehen. Sehr geehrte Zuschauer, warte, ist das ein Typ oder eine Tuse? Sehr geehrte Zuschauer von ONBS. Nee, sehr geehrte Zuschauer, hier spricht Lenny, Direktor von ONBS. Wir melden uns mit einer Sonderbeitrag. Durch das couragierte Eingreifen eines Jungen, aka Stampus, konnte eine Gruppe von Krypto-Schergen, die Fennec infiltriert haben, Schergen? Das war ein Krypto-Vorstand, ja? Infiltriert hatten, zerschlagen werden. Sie sehen in unserem Filmbeitrag, wie der Junge mit seinen Pokémon den Krypto-Vorstand im Stadion der Stadt in die Flucht geschlagen hat. Team Krypto hatte versucht, die gesamte Stadt zu kontrollieren, indem sie alle Bürger mit den eigenen Leuten austauschten, was auch so unauffällig war. Hust, Sprachfehler, Brüder. Auch ONBS war Ziel des Anschlags durch Team Krypto. Doch obwohl es auch dort zurückgeschlagen werden konnte, scheint Team Krypto weiterhin aktiv zu sein. Die Behörden richten sich warnend an die Bevölkerung und gemeinnützige Organisationen, aka Stampus, Ein-Mann-Organisation, Besieger des Bösen und Herrscher der Welt, Entschuldigung, falscher Text. Man muss mit weiteren Anschlägen rechnen. Wie Sie sehen können, kehrt Team Krypto mit Racheplänen zurück. Ganz Ore ist in akuter Gefahr. Wir versichern Ihnen, dass ONBS diese Vorfälle mit großer Sorgfalt untersuchen wird, um Sie über weitere Kryptoaktivitäten zu informieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Team Krypto erneut Angst und Schrecken verbreitet. Schützen wir den Frieden in Ore mit unserem gesamten Mut. Warte, das kann ich jetzt nicht weiter vorlesen. Ich kann diese Nachrichtensendung nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Erstmal trinken. Und zwar, erstens. Hallo? Die Behörden warnen schon vor Team Krypto? Machen die auch mal was? Ich meine ja nur, ich, schon kleiner Klops, muss wieder alles regeln. Ne? Aber diese scheiß Polizisten oder Behörden oder was auch immer sich da schimpft, FBI, what auch immer, Federal Bureau of Investigation, ja, ich weiß, was FBI heißt. Klug, Stampus. was machen die? Außer die Bevölkerung warnen, dass sie in akuter Gefahr sind. Zweitens, frage ich mich, hat dieser Sender gerade zur Selbstjustiz aufgerufen? Von wegen gemeinnützige Organisationen gebeten, zu helfen und die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Frieden in Ore zu schützen. Also für mich klingt das ziemlich nach unterschwelliger Selbstjustiz. Nicht, dass ich was dagegen hätte, also das ganze Spiel baut auf Selbstjustiz aus, weil ich ein kleiner Junge bin, der sich dafür rächt, dass der Professor entführt wurde. Hä? Also, ich beschwere mich nicht, aber trotzdem, was ist das für ein Nachrichtensender? So, und jetzt ist Junk erstmal voll fasziniert. Mhm. Moment, achtet auf die Veränderung in der Stimmlage. Junk ist fasziniert von dieser Fernsehsendung. Hm, du bist wirklich eine Wucht. Naja, ich wusste schon vorher, dass du gut bist, aber nicht, dass du so gut bist. Habt ihr gehört? Ich habe es so betont. Hier stehst du leibhaftig vor mir und gleichzeitig bist du im Fernsehen. Schon ein bisschen merkwürdig, nicht? Hey, ich hab's gecheckt! Du möchtest deinen Roller umbauen und Team Krypto eins auszuwischen, stimmt's? Mann, wenn's ums Tune geht, da bin ich auf einmal voll dabei. Die wenigen Male, die Opa mal im Laden ist, kann ich an einer Hand abzählen. Das ist echt zum Heulen. Yay, er ist schon wieder zu diesem Dr. Abacus. Wenn du meinen Opa mal in echt erleben willst, dann probier's doch mal da.
Das lasse ich mir nicht dreimal sagen. Auch nicht zweimal, sondern nur einmal. Ab zu Dr. Abacus. Denn ich weiß schon, was da auf mich wartet. Oh, hell yeah. Oh nein. Der Typ mit der Doppelstimme. Opulus, okay. Meine Güte. Wir beiden sind uns ja geraume Zeit nicht mehr über den Weg gelaufen. Wie man hört, hast du wahre Heldentaten im Fernsehen verbracht. Sehr beeindruckend in der Tat. Verdammt, ich habe ein Höch zu viel gemacht. Ja, tschüss. Tschüss. Seltsamer Auftritt. Tschüss. Merkwürdiger alter Mann. Aber finde ich nett, dass er mich lobt. Nein, er hat mich nicht mehr gelobt. Er hat's bemerkt. Also, yay, ich wurde bemerkt. Yay. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich wurde bemerkt. So, kleiner Abstecher zum, Dingens hier. So, Quiekel ist da definitiv oh yeah, ewiges Eis. Das will ich sowas von haben. Parf schmeiße ich jetzt erstmal raus. Wow, und... warte, Parf habe ich jetzt rausgeschmissen und jetzt habe ich Dings drin. Hatte ich eigentlich schon erzählt, dass ich Hawaii-Lili zu einem Hariyama weiterentwickelt hatte? Ich glaube schon, aber... Who cares? Okay, me care, but... So, Quiekel, Item nehmen. Ewiges Eis und Numraxum. Was hast du denn da? Na super, Zauberwasser. Was will ich dem Viech jetzt geben? Zauberwasser oder ewiges Eis? Ich wäre besser bei Zauberwasser. Vielleicht später ewiges Eis. Jetzt im Moment nicht. Und ich habe jetzt Quiekel nur wegen dem ewigen Eis mitgenommen. Glaubt mir. Ich will das definitiv nicht mit ins Team aufnehmen. Ja, aber ich möchte mal gucken, ob ich irgendwen mit ins Team aufnehmen könnte. Ich habe hier einen Schnäppke, einen Weberack, einen Vulpix, einen Kamaup, einen Zwirlicht, einen Natu. Ah, dieses wunderbar herrliche Roselia. Hm. Ich werde es nicht ins Team aufnehmen, weil ich hatte es schon die letzten beiden Male beim Durchspielen und es ist einfach nur imbar und unfair und ich habe schon zwei Pokémon, die gesangen können, also Map. Mauzi, eine Katze. Ich hätte schon eine Idee, was für einen Namen ich Mauzi geben kann, aber Mauzi ist ein Kack-Pokémon. Snobilikat ist ein cooles Katzen-Pokémon, aber Mauzi ist kacke. Habitak ist ein Gammel-Pokémon, Lunastein ist einfach nur episch, aber... Ne, brauche ich nicht. Jurob ist eine verfickte Robbe. Potrot. Potrot. Ja, jemand hatte mich gebeten, dass ich ein Potrot nach ihm benenne, aber geht leider nicht, weil das auch ein getauschtes Pokémon ist. Also, stellt euch mal vor, dieses Ding heißt jetzt Aether Kirby. Fragt nicht warum, es heißt einfach Aether Kirby. Blöp, Ladybar, Mediti, ich verdödel gerade ein bisschen viel Zeit hier. Macht nichts, müsst ihr einfach mit leben. Teddy Ursa. Ja, mein Lavita hat den EP-Teil, ich hab's ein bisschen trainiert. weil ich immer noch irgendwie die Hoffnung habe, dass ich... Moment. Lavita ist Bodengestein und männlich. Enekoro ist weiblich und normal. Leute, ich probiere mal was aus. Ich nehme mal Enekoro. Also bevor ich jetzt hier zu diesem... Wie heißt das hier? Komm, sag schon. Oh Gott, bevor ich zu diesem Abacus, zu Abacus Anwesen fahre, möchte ich etwas ausprobieren. Items nehmen. Und ich habe gerade schon wieder über... Moment. Das Viech hat auch ein... Gott, Zeitverdödelung extrem. So, Mimi. Ich habe nämlich da einen Tipp bekommen. Ich werde das jetzt mal nachprüfen, ob das klappt. Na? Ich verrate es euch erst, wenn ich da bin. Da müsst ihr jetzt kurz durch, dass ich mal ein bisschen Quark mache. Also Quatsch. Nicht Quark, sondern Quatsch. Aber es hat mich immer... Es wurmt mich so, dass ich dieses doofe Lavita nicht benennen kann. Das finde ich kacke. Ist doof. Bäh. Will ich nicht.
Deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich muss diesen Satz schön in die Länge ziehen, damit er fertig ist, wenn ich am Haus angekommen bin. Und zwar haben wir ja in Fennac eine Frau befreit, die gesagt hat, ey, komm uns doch mal hier besuchen in... Emiterae. Und das ist die Pensionsleiterin. Yola hat mir gesagt, dass du im Fernsehreport über Vorfall zu sehen warst. Ich hatte keine Ahnung, dass wir in so große Geschichte verwickelt waren. Das erschüttert mich wirklich. Ja, das ist die alte Frau. Sie ist die Pensionsleiterin, aber im Moment macht das halt ihre Enkelin. Also, ach, du bist dieser Junge. Ich danke dir für das, was du im Fernsehreport vollbracht hast. Und diese heiße Nacht, die hinter den Büschen... das ist nie passiert. Ich habe vor kurzem das Geschäft vom Großmutter übernommen. Ich muss noch viel lernen, aber ich gebe mir Mühe. Hoffentlich vertraust du mir deine Pokémon an. Hallo, ich leite diese Pension. Wir ziehen Pokémon im Auftrag sehr beschäftigter Trainer, wie du einer bist, auf. Leider können wir keine Krypto-Pokémon aufziehen. Das ist nur zu deiner Information. Hast du vielleicht ein Pokémon, das du uns zur Aufzucht anvertrauen möchtest? Ja, habe ich. Und zwar gebe ich euch einmal dieses Lavita. Ja, ich möchte das Lavita hier lassen. So, hallo und willkommen. Dein Pokémon entwickelt sich prächtig. Möchtest du dein Lavita wieder abholen? Nein. Komm wieder, wenn dein Pokémon... Was? Ich dachte, ich kann zwei Pokémon hier lassen. Ich kann nicht mal Pokémon züchten in diesem Spiel. Naja, okay, es ist kein richtiges Pokémon-Spiel. Also, ich habe keinen Pokédex, es ist keine Standard-Pokémon-Story, aber... vielmehr, das Spiel hat eine Story im Gegensatz zu den anderen Pokémon-Spielen. Aber... ich hätte wenigstens erwartet, dass ich zwei Pokémon hier lassen kann, damit ich ein neues Lavita züchten kann. Was soll denn der Scheiß? Das sehe ich jetzt voll nicht ein. So, gib her, das Viech. Als wenn ich hier noch mehr Geld in Rachen stopfen werde. Drecksgöre. Ja, toll, Pokeplatz-Sensor meldet sich. Hab jetzt keinen Bock auf Pokeplatz-Sensor. Obwohl, wenn ich zu lange warte, dann ist mein ganzes Futter, das ich da hingepackt habe, weg. Das wäre ja auch kacke. Du... dahin und ich nehme wieder... Ja, ich nehme mein Standard-Team mit. Irgendwann später, wenn... Ich glaube, wenn Parf sich entwickelt, also wenn es kein Schaf mehr ist, dann werde ich es mal auswechseln, weil Ampharos ist zwar ein tolles Pokémon, aber es ist dann kein Parf mehr. Diskriminierung irgendwelchen Viechern mit Flossen gegenüber, aber trotzdem. Denn halt auf zu Dr. Abacus. Moment. Pokémon? Sind so noch nicht in Ordnung. Ich möchte nämlich das... Nö, doch, ist in Ordnung. Ja, doch, das Pairing, also Shinotami und Umraxum ist in Ordnung. Die passen auch so im Real Life eigentlich ganz gut zusammen. Die sind... Entschuldigung, da musste ich gerade ein ekliges... Dings machen, das ist nicht in Ordnung. Naja, egal, auf zu Dr. Abacus Anwesen, also... Numraxum und Shinotami passt schon zusammen. Muss halt. Ich glaube, ich habe jetzt fast 10 Minuten mit diesem Quark verdödelt. Naja, who cares? Ich erinnere mich, dass irgendwas Tolles hier kam. Ja, Calvin. Wie habe ich den gesprochen? Halt, Wetter! Er kommt von hinten, das ist gruselig. Und schon wieder ein Einbrecher. Warum gibt es hier so viele Einbrecher? Calvin wird dir heimleuchten. Bewege dich nicht vom Fleck. Ich bin Calvin und Calvin ist der einmalige Assistent von Dr. Abacus. Finde ich gut. Calvin ist immer noch der einzige Assistent, deshalb auch einmalig. Vorhin hat er was anderes gesagt. Naja, egal.